So, weil ich ja die Aufnahme immer ungefähr eine Stunde laufen lasse. Mein Stundentimer wieder anmachen hier. Die beende ich einmal und starte die erneut, dass die Dateien nicht mal so gigantisch groß werden. Das hat immer mein Schneideprogramm da so ein kleines Problem mit. Dann dauert das Laden dabei immer alles so ewig. Ey, was ist los? Lass mich hier durch. So, hier einmal die Batterie rein. So, Batterien nehmen wir mit. Ich brauche mein Werkzeug nicht. Boah, ich glaube, da nehmen wir auch einige von mit. Wirbeltorpedo nehme ich auch mal mit. Ne, Scanner wollte ich mitnehmen. Du bleibst hier. Lampe nehme ich auch mit. Die Stoßkanone heißt es ja hier. Reparaturwerkzeug würde ich auch mitnehmen. Also wenn wir das verlieren, dann ist das halt so. Das sind alles so Sachen, die ich neu bauen kann. Das wäre überhaupt kein Akt. Und jede Menge Heilung. Ja, neu aus dem Schrank nehmen. Alter, mach doch den richtigen Schrank auf da. Dann nehme ich ruhig ein bisschen mehr von mit, glaube ich. Weil die kosten ja nur auch wirklich nichts. Die werden ständig neu produziert. Dann nehmen wir was zu trinken mit. Können auch nochmal hinten an unseren Schrank gehen. Dann unsere Wasserreinigungsfiltermaschine, so heißt es. Habe ich keinen Platz mehr. Ich kann das Salz nicht rausnehmen. Trink mal so eine kleine. Dann können wir wenigstens eins rausnehmen. Schön Wasser in Salzung. Dann nehmen wir so einen komischen Snack mit. Den haben wir ja, glaube ich, noch einen. Ich schmeiß ihm das Salz weg. Wo ist es? Da. Snack. Ne, doch, ein Toastbrot haben wir noch. Nährstoffblock heißt es. Es sieht aus wie ein Zwieback. Erzähl mir doch keinen. So, trinken haben wir. Essen haben wir. Heilung haben wir. Stasegewehr ist noch bei 82%. Da kann man noch ein, zweimal mit schießen. Stoßkanone bei 62%. Ich denke, das reicht uns auch erstmal. Messer verbraucht keinen Strom. Lampe ist bei 100% geladen. Der ist sowieso immer bei 100%. Reparaturwerkzeug 75%. So, unsere Kampfmotte müsste rein theoretisch mit 3 geladen sein. Mit 3, sondern... All systems online. Mit 6. Mit 6 von den Stinketorpedos. Dann nehme ich mal 2 raus und dann packen wir mal die 2 da rein. Ja, schmeiß ruhig weg. Ach so, weil ich keinen Platz im Inventar hatte, ja. Okay, kann ich das jetzt auswählen, wenn ich in der Motte sitze? Nö, das ist jetzt so Zufall. Schön. Kann ich mit leben. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir einen zweiten Torpedo. Nein, Mann, jetzt übertreiben wir mal nicht. Das wird schon klappen. Warum auch nicht? Also wenn es nicht klappt, hat es eine Menge Ressourcen gekostet. Das ist mal Fakt. Täuschkörper hier laden. Es gibt ja auch keine Auswahlmöglichkeit hier. Ich kann halt nichts bauen. Es ist immer dasselbe. So nah ist auch ganz geil. Hilft uns das jetzt? Können wir einfach um, ist doch egal. Magnet, ja, es kostet halt übelst Ressourcen, ne? Scheiße. Machen wir jetzt. So, wir haben Schildgenerator, wir haben Sonar, also alles, was übelst viel Strom verbraucht, haben wir auf jeden Fall verbaut. Weil Sonar ist echt witzig. Das haben wir ja bei der kleinen Motte schon mal verwendet. Und hier ist das halt instant an. Das klicke ich einmal an und dann... Doing. Doing. Wieso ist es denn jetzt wieder bei 97%? Achso, von denen, die drin sind. Die Batterien oder was, ja. Kann ja sein, weil ich die leere ja rausgenommen habe. Die wird ja gleich geladen sein. So, sonst sind wir soweit vorbereitet. Können es quasi gleich losgehen. Oh Gott.
Das kann was werden. Ich will dem Ding ja nicht mal in die Nähe kommen, ne? Das ist ja so, in meinem eigenen Interesse liegt das ja überhaupt nicht. Ja, lade mal ruhig noch ein bisschen das Stasegewehr auf. Also ich habe so Schwimmflossen an, die das Stasegewehr aufladen. Schön wieder hier zu sein. Ich bin schön wieder hier zu sein. So wollte ich es auch sagen. 79. Ah. Feuerlöscher. Brauchen wir Feuerlöscher? Na, aber wir haben welche an Bord. Ich packe hier nochmal eben ein paar Heilungen rein. Dann können wir uns nämlich nochmal einmal richtig satt essen. Dann ist das auch fertig da. Geht noch nicht. Die sind noch nicht reif. Oh ja, nimm bloß nicht beide. So. So, ist das wieder voll. Die Blümchen sind auch alle schön gewachsen. Freut mich. Bist du jetzt fertig da? Alter, passt du hier noch rein, wenn du ausgewachsen bist? Du bist eigentlich voll das Riesenvieh. Aber anscheinend bekämpfen die sich nicht gegenseitig. Das ist schon mal viel wert. Weil der gerade dieser hellblaue hier, der ist ja doch recht chillig eigentlich. Alle anderen sind ja eher so die fiesen. Ich habe auch gleich die übelsten da reingeschmissen, ne? Wozu hast du zwei Zyklopen-U-Boote? Wie gesagt, ich habe den anderen übelst ausgebaut. Mit zig Schränken drin und allem Pipapo. Ich bin ja jetzt gerade auf dem Weg, um ein Reaper-Leviathan zu besuchen. Und das würde ich ungern mit meinem so gut ausgebauten Düsendübel machen, mit unserem Zyklopen, weil, wie gesagt, es sind halt endlos viele Schränke drin, wie du siehst. Und in vielen Schränken ist auch richtig was drin. Ich schätze, wenn wir da jetzt hingehen und der tötet uns, dann sind viele unserer Ressourcen einfach mal weg. Was ich doch traurig finden würde, weil es steckt eine Menge Arbeit hier drin. In all den Sachen. Ich will ja rausfinden, wie quasi so ein Reaper Leviathan darauf reagiert, wenn ich da jetzt gleich mit so einem riesen U-Boot ankomme. Geht der direkt drauf? Zerlegt er das innerhalb von ein paar Sekunden? Dann habe ich meine Kampfmotte dabei, dann habe ich das Stasegewehr. Ich will ja so ein bisschen ausprobieren, was ich in Zukunft gegen diese Viecher machen kann. Weil ich weiß gar nicht, ob man noch stärkere Waffen bekommt oder ob ich, was das angeht, schon ziemlich gut ausgestattet bin. Aber wie gesagt, ich möchte es nur ungerne mit meinen guten Sachen machen. Deswegen habe ich das Ding einmal neu gebaut und Kampfmotte, das ist quasi schon die vierte Motte, die wir haben. Da wissen wir langsam, wie wir sie bauen müssen. Die kostet auch nicht ganz so viel Ressourcen. Aber wie gesagt, ich möchte es ungern mit meinen guten Sachen machen. You are the best captain on the planet. I'm not even squid. Was? Wie redet der mit mir? Kein Wort verstanden. So, ich würde es aber ganz gerne im Hellen machen. Also, das sieht sich jetzt so lange noch aus. Wieso ist der jetzt auf Englisch? Ich meine, es kann sein, dass er vorher auch auf Englisch war. Da will ich ja jetzt nicht mal abschreiben, aber. Aber wenn ich hier an Bord gekommen bin, hat er doch Deutsch mit mir geredet. Erzähl mir doch keinen. So, Kampfmotor ist vorbereitet. Hier können wir noch eben den einen, die Energiezelle wieder reinpacken. Ja, verständlich. Ja, es ist halt, es war halt sehr viel Arbeit. Finde ich schon traurig, weil wir den jetzt abgeben müssen. So, ich habe ja eine Map-Mod mit installiert. Das letzte Mal, wo wir den Reaper Leviathan gesehen haben, war es hier vorne. Hier liegt ja, wie schon mehrmals erwähnt, die Aurora. Und als wir den da gesehen haben, bin ich hier rumgeschwommen, um dem nicht zu begegnen. Und
Als ich hier ums Heck geschwommen bin, bin ich genau hier von Reaper Leviathan angegriffen und getötet worden. Habe ich auch geklippt, könnt ihr euch ansehen. Ne? Also wenn es gleich lustig und spannend wird, Nerz, drück mal auf Clip. Wäre super. ja, also, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Wir sind da. Wir schauen in die Richtung von der Aurora. Wir versuchen es hier rum. Obwohl, da war halt übelst viel Platz, ne? Komm, wir schwimmen bis zum Heck. Wir haben ja den Sensor, der uns das anzeigt. Ich drücke immer die falsche Taste. Ein bisschen auf. Ich trinke vorher noch mal eben einen Schluck. Schaffe ich schon. Klar, ich glaube an dich. Also, wenn es lustig und spannend wird, meine ich. Wieder meine nächste Todesszene aufgezeichnet. Alles klar, ich bin soweit. Wir haben uns so gut vorbereitet, wie wir momentan können. Nein, ich bin Depp, oder? Ich habe meine Medikamente nicht wieder aus dem Schrank geholt. Meine Medikits. Hab ich nicht, oder? Da. Hab ich wirklich nicht. Ich bin wirklich ein Depp. Noch bin ich hier. Alles gut. Es ist früh genug aufgefallen. Er hat noch gesagt, ich habe mich gut genug vorbereitet. Wo ist denn das Ding? Da. Wo ist unsere Base? Da. Versteckt sich hinter dem Düsendübel. Kannst ja noch mal eben einen Namen für unseren neuen Düsendübel raushauen. Irgendwas, was den Reaper Leviathan davon abhält, ihn zu zerstören. Hier? Nein. Nein. Oh, ich bin zu dick. Also ich passe hier nicht am Aquarium hier. Nimm mir mit. Trinkwatt. Alles klar. Haben wir zwei Felder frei, wofür wir auch immer wir es brauchen. Ich gehe davon aus. Ich schwimme da jetzt gleich hin. Der tötet erst mich. Dann zerlegt er die Motte. Dann macht er mein U-Boot kaputt. Also mein Zyklopen. Terminator, ja. Und dann kommt er hier vorbei und macht alles andere auch noch kaputt, weil er wütend ist, seit ich ihn angegriffen habe. Ich schätze, so wird es enden heute. Das wäre so traurig, echt. Hier, gucke, da haben wir so einen Stinkefisch. Den meinte ich. Bei Energie bei 19%. Ich kann jetzt quasi dies machen. Plupp. Und dann ist er da drin. In Stase. Kann sich nicht bewegen. Also bewegen schon, aber er kann halt nicht abhauen. Dann könnte ich von hinten irgendwie an den Reaper ranschwimmen. Und dem eingehen. Also könnte ich jetzt hier auch, aber ich habe jetzt schon, ich habe ja das letzte Mal, warst ja dabei. Warst du, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, ich wäre ein Fischmörder. Also wir können es Terminator nennen, aber ich weiß nicht, ob du die Filme geguckt hast. Ich bin mir nicht sicher, ob in einem Film auch nur ein einziger Terminator überhaupt überlebt hat. Weißt du, was ich meine? jetzt muss ich gerade überlegen, ob der Tastatur. Also, anderer Vorschlag. Ich schreibe jetzt Terminator. Aber dann wissen wir schon, wie es endet. Das haben wir in 4 Teilen Terminator gesehen. Ich glaube, mehr gibt es nicht, oder? Komm, wir lassen den auch in der Farbe. Ich habe da grüne Streifen irgendwo. Wenn das so ist. Alles klar. So, Reaper, Leviathan. Es ist hell. Wir machen das so nah an. Viel Batterie brauchen wir eh nicht, denke ich. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Schwimme ich in die richtige Richtung? E verlassen. M für Map. Nee, wir müssen weiter nach links. Ich hätte auch einfach eben auftauchen können, dann hätte ich es auch gesehen. So, mach das so nah wieder an. Dann sehen wir uns vielleicht von Weitem. Die Frage ist ja auch, also mit dem U-Boot hier,
werde ich ihm definitiv nicht entkommen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit der Motte kann ich da dem Reaper Leviathan entkommen. Denn das letzte Mal bin ich dem ja tatsächlich mit meinem Handding entkommen. Ich sehe es immer noch nicht. Sehe ich so besser? Ich bin mir nicht sicher. Er wird ja wahrscheinlich vor mir auftauchen. Aber so kann ich halt auch mal nach hinten gucken. Da schwimmt ein Sandhai. Was ist das? Was schwimmt denn da für ein Ding? Ach, das ist auch ein Live-Pod. Wieso haben wir den denn noch nicht gesehen? Der steht auf dem Kopf. Der ist aber ungünstig gelandet, würde ich sagen. Ist hier gerade ein Reaper Leviathan in der Nähe? Ich glaube nicht. Ich sehe auf jeden Fall. Was ist das? Das ist nur ein Fisch. Alter, ich bin so aufgeregt, ne? Merkt man das? Ganz schlimm. Engine powering down. Ja, mach doch mal erstmal das hier. Steige ich so aus? Komm, wir nehmen die Motte. Ein bisschen. Ich weiß schon, wie es endet. Es ist gleich alles tot und alles kaputt und ich bin tot. Und so wird es enden. 100 pro. All systems online. Wo ist denn der Pott jetzt? Da, direkt neben uns. Ja, wo wir eben rüberschwimmen können. Letztes Mal haben wir den ja nur durch den Schatten gesehen, ne? Da war ein Schatten am Boden, dann... Oh, weg hier! Ach, du musst den Nebeneingang nehmen. Nimm ich. Raubtier-Täuschkörper, Alter, jetzt ernsthaft? Ist klar, was das ist, ne? Es heißt ja sogar Täuschkörper. Täusch, nicht Tausch. Ich will nichts tauschen, ich will täuschen. Das Ding an. Man kann aber auch nicht besonders weit gucken in der komischen Suppe hier. Ich höre was. Ach du. Ja, was denn? Was machst denn du für einen Krach hier? Ey, wenn ich nicht schon aufgeregt genug wäre. Ich hab's auch gewählt. Scheiße. Jetzt habe ich den Täuschkörper. Ja, aber Täuschkörper, das klingt ja schon, als wenn es keinen Schaden macht, oder? Es geht ja jetzt darum, Schaden zu machen. Schadensbegrenzung quasi. An meinen Fahrzeugen. Es geht ja darum, habe ich eine Chance, das Vieh zu töten? Hab ich oder hab ich nicht? Hat das Vieh eine Chance, mein Zyklopen kaputt zu machen? Das sind ja die Fragen, die ich heute gerne beantwortet hätte. Und wahrscheinlich, ja, ja. Töten, nein, dich töten, ja. Wir fahren mal weiter. Welche Geschwindigkeit? Fahr mal ruhig langsam, mach dir keinen Stress. Jetzt ist hier auch einfach keiner, ne? Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt nicht besser wäre, wenn es dunkel wäre. Also für mich persönlich nicht. Aber so allein, um das Vieh zu sehen. Was bist du? Da haben wir ihn. Was mache ich denn jetzt? Schwimme ich jetzt mit dem U-Boot hin? Wenn das direkt zerlegt, ist alles vorbei. Der Bobby ist es. Nein, wir probieren's. Ja, wir können ihn ja auch herlocken. Ich würde lieber in meiner Motte sitzen. Ich habe das Gefühl, die ist schneller. Hätte ich jetzt... Warum habe ich denn mein scheiß Licht angelassen? Da ist er. So.
Das bringt natürlich überhaupt nichts, wenn ich ihn nicht mal sehe, ne? Wo ist er? Der ist gleich wieder hinter mir, neben mir, vor mir, über mir. Wieso habe ich denn meinen Sonar nicht? So. Da. Wie dicht muss ich denn ran? Ich kann nicht schießen. Normal. Schieß normal. Es stört ihn nicht. Doch, es stört ihn wohl. Okay, das stört ihn nicht. Alter, er hat unsere Motto noch nicht geschrottet. Bleib hier. Ich will doch jetzt was ausprobieren. Okay, wieder getroffen. Oh, es gefällt ihm nicht. Ja, ist gut. Kennen wir schon. Nein, 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 nein. Alter, er hat uns wieder nicht geschrottet. Ich versuche mal zu entkommen. Wenn er uns jetzt nochmal kriegt, ist es kaputt. Aber dann haben wir es noch, das Stasegewehr. Okay, er ist noch bei uns. Komm ich da rein jetzt? Alter, stell dich nicht so doof an. Ja. Die Motte sind wir los. Das war doof. Das war kein guter Treffer. Jetzt ist natürlich... Nee, wir sind ziemlich dicht unter der Wasseroberfläche. Das ist okay. Alter, bleib hier. Ich bin noch nicht mit... Okay, er hört. Oh, oh. Alles klar. Nein. Merkt der da überhaupt was von? Ich kratze ihn mal ein bisschen. Okay, er ist wieder frei. Alter, ich habe ihn getroffen. So, jetzt habe ich ihn. Irgendeiner muss auf den Sauerstoff achten. Also gefallen tut es ihm nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich tauche jetzt eben einmal auf. Jetzt weiß ich natürlich wieder überhaupt nicht, wo er ist. Jetzt wird es auch noch dunkel, ne? Scheiße. Ah, da ist er. Hallo, kannst du... Also währenddessen der uns hat, kann ich überhaupt nichts machen. Wir sind fast tot. Ich weiß nicht, wie clever das ist, hier reinzugehen. Ja klar, ich habe auch noch die Map offen. Bisschen Heilung. Ess wat, trink wat. Und wieder raus. Wie voll ist das Stasegewehr? 70%, das ist okay. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo er sein könnte. Ach, das könnte ich auch mal probieren. Das habe ich schon wieder überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin einfach zu aufgeregt, ey. Okay, Motte sind wir los. Das war zu vermuten.
muss wissen, wo er ist, sonst bringt es nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, im Dunkeln rumzuschwimmen da. Kann ich das so nah anmachen ohne? Er ist da unten. Ich sehe es halt nicht. Da. Ja, es bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt aussteige. Meine Taschenlampe bringt mir doch da nichts, oder? Was ist das Gelbe da? Ach, da zeigt er mir auf der Map an, wo einer ist, oder wie? Ist das so? Wird's nicht mehr. Er schwimmt noch da unten. Wenn ich jetzt hier weggehe, damit ich es besser sehen könnte, dann macht er das Doing nicht mehr. Das so nah. Leute, raus, was soll's. Dafür sind wir hier. Mach die Taschenlampe an. Dann siehst du ihn schon. Ja, das, andersrum ist das Problem ja auch. Er scheint ja nicht mal in der Nähe zu sein, so leise wie das ist. Wenn ich den jetzt stundenlang suche, dann geht mir auch irgendwann der Sauerstoff aus, ne? Wir müssen halt im Hellen machen. Er ist ja hier. Wir sitzen das eben aus. Also er hat jetzt noch nicht hier instant das U-Boot angegriffen. Das finde ich schon mal gut. Und nach dem Motto, weil ich es kann. Er ist doch total dicht. Warum kann er das denn nicht machen, wenn ich draußen bin? Oh, lahm ist doch nicht. Hab mal einen Clip erstellt. Ich danke dir, Nerz. Super. Das große Versagen. Ja, also bisher ist ja alles eingetroffen, so wie ich es vermutet habe. Also mit der Motte, da mit diesen komischen Torpedos, dass da nicht so viel passiert. Habe ich vermutet. Aber ich würde gerne warten, bis es wieder hell ist. Sonst ist es ein unfairer Kampf, weil mich scheint da riechen zu können. Geht nicht. Was heißt das? Irgendwas ist ausgegangen. Habe ich schon keinen Strom mehr? Prozent, ja, alles klar. Also so nah brauchen wir nicht anhaben. Alter, verbraucht das einen Strom. Aber aus ist es, oder? Nein, es ist doch die ganze Zeit an. Na toll. Ist das stressig. Aber wir leben schon länger als das letzte Mal. Beziehungsweise das letzte Mal hat er uns ja nicht getötet. Ich muss das Licht ausmachen. Also das hilft uns wirklich gar nicht hier. So, mach mal hier Außenscheinwerfer aus. Ja. Da vorne ist er. Guck mal, sehe ich ihn sofort. Wird aber auch, glaube ich, langsam wieder hell. Ja, sehr schön. Wir sind heil. Da schwimmt er irgendwo. Sehr gut. Was ist denn jetzt, wenn ich den mache hier? Macht er Schaden? Aber es ist eigentlich nur so ein Geschubse, ne? Oh. Wer ist entkommen? Schwimm mal wieder auf mich zu. Alter! Der weicht aus. Der weiß, was auf ihn zukommt. Ich kann aber auch verdammt schlecht zielen mit dem Ding. Was muss ich denn treffen?
was hat er jetzt? Der lebt doch immer noch, oder? Die Befürchtung, das macht dem einfach überhaupt keinen Schaden. Das zeigt auch irgendwie überhaupt nichts an. Komm zurück! Er kommt zurück. Sehr schön. Boom! Ich habe selber gehört. Alter, was ein Kampf. So unfassbar. Könnt ihr noch mal scannen? Vielleicht zeigt er mir dann an, was ich dagegen machen kann. Rein weg. Rein weg. Der holt gleich noch seinen großen Bruder. Okay. Sauerstoff, Leute. Ich schätze, jetzt erfahren wir gleich, was passiert. Er kann nicht weit weg sein. Hä? Oder doch? Da unten ist er. Bist du wenigstens schon ein bisschen verletzt? Man muss immer irgendwie seinen Kopf treffen, sonst bringt das nichts, ne? Ich hack dich in kleine Sushi-Stöcke. Okay, es ist wieder weg. Velociraptor heißt der? Das habe ich anders gelesen. Halt die Klappe. So. Ich bin immer selber drin in der Kugel. Aber vielleicht kann man da drin lesen, was man gegen ihn machen kann. Nächster Cliff, danke schön, sehr schön. Es gab ein bisschen viel Action hier. Also für mich eigentlich ist es total harmlos. Ne? Es passiert halt so gar nichts. Er kommt mit dem Messer auf so einen riesen Pottwal. Pott. Man kann ja auch Wal sagen. Das hätte besser gepasst. Ja. Boah, nicht, dass hier gleich noch einer kommt. Ich weiß, es gibt mehrere davon. Also was heißt weiß? Da gehe ich von aus, dass es nicht der einzige ist. In dem Gebiet ist es nicht der einzige. Ich hätte mich vielleicht auch mal umgucken sollen. Ah, Leute, guck mal, die Kugel wird schon wieder kleiner. Wie ist mein Sauerstoff? Ja, den können wir jetzt nicht. Ist zwar noch eine Minute, aber viel ist es nicht. Ey, wir machen den jetzt weg. Welcome aboard, Captain. All systems online. Können wir mal eben eine Heilung nehmen?
Wo ist er? Da unten. Tauch nicht immer tiefer. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Da muss besser sein. Ich weiß es nicht. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gebumst. Da sind wir sicher auch. Weg hier! Ja. Einmal schütteln, weiter geht's, sagst du? Ich glaube, ist meine Energie leer? Jo! Warte kurz, ich muss meine Energiezelle wechseln. Okay, geht wieder. Komm zurück! Alles klar? Ich denke, dass die größeren Kugeln länger halten, oder? Muss ich hier vielleicht dranhauen? Das ist dem völlig egal, wo ich hinhau. Ich habe keine Ahnung, wie viel Mal probiere ich denn noch? Ich sag mal dieses und noch fünfmal. Komm. Wir versuchen den fünfmal einzufrieren. Da muss es reichen. Einmal will ich noch schaffen vom Sauerstoffgehalt. Ja, wir sind ja nicht so weit weg. Wenn er dann nicht weg ist, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht geht's auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, dann war es ein Versuch, das auszuprobieren. Dann ist es ja auch definitiv keine Lösung. Das kann man ja nicht bei jedem machen, den man trifft. Oh, weg hier. Ich will nicht wissen, ob er uns ist. Es war hinter uns. Und zwar ganz dicht. Jetzt ist aber auch die Frage, greift er das Ding hier an, ne? Heilung? Aussteigen. Tut er anscheinend nicht. Also nicht, solange es nicht fährt, auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall eher so die Motte, die er nicht mag. Nein! In your face! Also je länger ich drücke, desto größer ist die Kugel. Hey, das ist gut. Und wenn wir jetzt noch einmal. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Das zeigt ja an, dass ich auch Schaden mache. Jetzt habe ich gesehen, dass ich Schaden machen kann. Vorher habe ich dem, glaube ich, wirklich immer nur den Rücken massiert. Wo habe ich denn jetzt hingehauen, wo ich vorher nicht hingehauen habe? Hier ist doch nichts. Muss ich den weiter vorne treffen?
würde ja gerne sehen, wie viel Leben er hat. Warum hat er keinen Lebensbalken oder so? Der heilt wahrscheinlich in der Zeit schon, wo ich wegschwimme. Oder wo er wegschwimmt. Wie auch immer. Wie viel Luft habe ich noch? Einer würde noch gehen. Wenn wir jetzt nicht zu weit vom Zyklopen wegkommen. Ja, danke schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lass dir schmecken. Essen hast du geschrieben, ja. Lass dir schmecken. Jetzt in Sushi verarbeitet. Du willst oder nicht? Aber anscheinend ist es vorne doch sinniger. Wenn man wüsste, dass das was bringt. 30 Sekunden. Also er lebt auf jeden Fall immer noch. Also bisher haben wir unsere Rache noch nicht bekommen. Das reicht mir noch nicht. Ich will seine Leiche bei mir vor der Haustür tackern können. Ist er da unten? Nö. Wo ist er? Er weiß jetzt, er hat keine Chance. Er hat sich versteckt. Da ist er. Das ist aber schon ganz schön weit von meinem U-Boot weg, Digga. Das finde ich nicht gut. Ich hoffe, es ist auch immer derselbe. Er sucht bestimmt mein Zuhause, damit er es zerstören kann. Aber wir machen ja Schaden. Das heißt, wir müssen ihn noch. Alter, wir haben ihn. Der dreht sich doch nicht ohne Spaß auf dem Rücken. So, mein Freund. Rache ist Blutwurst. Kann man dich auch mal von... Jetzt gleich... Wir haben ihn. Sehr gut. Reaper Leviathan mit einem Taschenmesser erlegt. Schön. Alter, der ist aber auch ein langes Elend. Guckt euch das mal an, ey. Aber ich kann den halt nicht abbauen, ne? Dass ich da irgendwelche total geilen Ressourcen von bekomme, nix. Kann jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drauf einhauen. Wenn ich jetzt nichts bekomme, bekomme ich eh nichts. Das war die erste Rache, Leute. Die erste Rache. Rippy. Machst du nicht nochmal, sagst du? So, ich glaube, wir müssen uns auf Rückweg machen. Ich bin über 200 Meter von meinem U-Boot entfernt. Okay, was wissen wir jetzt? Wir wissen, Motte, Torpedo, wissen wir einfach. Hat überhaupt nichts gebracht. Wir wissen, wenn wir ins U-Boot gehen, das U-Boot ist nicht an. Greift er es nicht an, weil der, man hat ihn sogar im U-Boot gesehen, so dicht ist er dran vorbeigeschwommen. Wir wissen, werden wir ihm mit dem Messer hauen.
So, wollte ich gerade sagen, das hat er sonst auch immer gesagt. Wir wissen. Powering up. Außenlicht. Kann ich von hier gar nicht einschalten, doch, oder? Das sind die Kameras. Ich wollte aber die Beleuchtung einschalten. Da. Was ist das? Insel, Pilzbiom, Scan-Dingens. Ist das um Richtung unsere Base? Nein, was ist es? Das ist die Aurora. Wo ist denn unsere... Ach da, das ganze Bunte, das ist unsere Base. Ah, Mann, was ein Stress. Herzlich willkommen, wer auch immer da gerade zugeschaltet hat. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade mit einem Messer einen Reaper Leviathan zerlegt. Haben wir geschafft. Total gut. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Wie gesagt, was haben wir jetzt gelernt? Wenn wir in unserem U-Boot sind und das U-Boot ist aus, dann greift der Reaper Leviathan es nicht an, auch wenn wir gerade erst dort eingestiegen sind. Was haben wir noch gelernt? Wenn Torpedos drauf schießen, hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht auch einfach, weil ich zu blöd bin und das Ding einfach überhaupt nicht getroffen habe. Das kann auch sein. Mit Messer killen, ja, ist aber übelst aufwendig. Und man muss ihn eher am Kopf treffen, als irgendwo am Körper. Am Körper hat überhaupt nichts gebracht. Ah, schön. Dann haben wir uns bei der ersten Kreatur gerecht. Das finde ich schon mal viel wert. Hat viel Spaß gemacht, will ich ja noch mal sagen. Es war aufregend, übelst aufregend. Aber wir wissen, wir können es killen. Das ist schon mal viel wert. Jetzt ist nur die Frage, spawnen die wieder? Ich gehe davon aus, dass die immer wieder spawnen. Es ist also jetzt nicht so eine Aufgabe, töte jedes große Tier aus dem Spiel. Das wird wahrscheinlich auf Dauer überhaupt keinen Sinn machen, weil die immer wieder kommen. Gut, aber wie gesagt, es hat uns einiges gezeigt. Mit unserem Düsendübel können wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall in die Nähe eines Reaper Leviathans trauen. Es gibt halt auch noch einige andere. Ich habe da schon so ein paar Bilder von gesehen. Die gibt es auch noch mal schlimmer als ein Reaper Leviathan, aber das ist ja erstmal der hier so ja, überwiegend in der Nähe ist, würde ich mal sagen. Mottenmarker überhaupt nicht. Die schaltet er einfach instant aus. Engine powering down. So. Schalten wir Innenbeleuchtung kannst du anlassen. Ich glaube, die zieht die Batterien nicht so leer. Die Täuschkörper, Täuschkörper haben wir freigeschaltet. Und die nehmen wir mal mit. Kann ich gleich wieder ins Batterieladegerät packen? Nee, ja. Also wir haben maximal 6. Also würde ich sagen, machen wir mal noch 2. 2 von den Ladegeräten, dann kann man sie instant laden. Da müssen wir nur gucken, ob das die Energie von unserer Base nicht wieder leer saugt. Da hatten wir ja doch schon so ein, zwei Mal Probleme mit. Aber wir haben 2353, obwohl gerade Nacht war, ist... Ihr seid alle noch friedlich zueinander, oder? Ja. So. Also die Täuschkörper, so heißt es ja. Haben wir freigeschaltet. Die können wir dann auch nochmal ausprobieren. Auf der 8. Weil dann hänge ich es auch woanders hin. Hä? Geht nicht, weil mein Inventar voll ist hier in der Buba. Da haben wir jetzt auch nicht so viele von gebraucht, wie vermutet. Es hat eigentlich echt gut geklappt, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Was ist denn, wenn wir die... Bringen wir sie denn hin? Hier so in Gang? Können wir ja, oder? Bringen wir da... Genau. 2 da. Wo habe ich die denn? Da, ne? Da.
Ne, wir hängen die nebeneinander. Rubin und Titan. Ja, das sollen wir wohl haben. Hier können wir zwei nebeneinander hängen. Ja, das passt optisch ganz gut. Stand da nicht gerade Rubin und Titan? Ach, erweitert den Kabelsatz auch noch. Ja, gut. Gold haben wir genug. Hau raus. Also bin ich mal gespannt, ob das direkt in die Energie von meiner Base Lady saugt. Es geht so mehr oder weniger im Sekundentakt, ne? Oh, die sind ja auch recht schnell wieder voll. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das können wir machen. So, wir können ein paar Batterien, wir können ja mal durchtauschen. Was haben wir denn? Auf der 1. Ja, auf der 1. Aber das kann ich auch tauschen. Hä? Es geht nicht. Was habe ich gemacht? Wie habe ich denn das jetzt abgewählt? Das ist meine... Ach, das, ich muss ja auch nicht E drücken. Ich muss R drücken. Ach, mit 8 mit Dings kann ich abwählen, okay? Weil ich dachte immer, ich müsste irgendwas in der Hand haben. Das muss ich aber gar nicht anscheinend. Ja. Ja, genau. Pack noch eine leere rein. So. Auf der 3. Auf der 4. Die ist voll. Müsste auch voll sein. 6. Habe ich denn überhaupt noch eine volle? Nö, habe ich nicht. Mal wumpa. Wo wollte ich hin? Zum Ladegerät. Da passen ja wenigstens ein paar mehr rein. Du. Du, du, du und du. Haben wir hier noch eine? Nö, haben wir nicht. Gut, Bauwerkzeug kann erstmal weg. Ja, jetzt haben wir ein paar Torpedos über. Wir haben keine Kampfmotte mehr. Scheiße. Tja, die hat es leider direkt zerlegt. Also Leviathan und Motten. Das Einzige, was ich hätte, aber dafür war ich einfach zu aufgeregt, was ich hätte machen können, ist auszuprobieren, ob ich mit der Motte vor dem Vieh abbauen kann. Also wirklich, wenn ich sehe, weg. Schaffe ich das mit einer Motte. Weil eine Motte ist ja schon recht zügig. Aber er packt einen halt auch schnell. Und ich glaube, die Torpedos haben den davon jetzt nicht unbedingt abgehalten. Wir haben ja noch unsere LKW-Motte. Ich glaube, ich habe auch noch jede Menge Fisch im Schrank gehabt. Das sollten wir vielleicht erstmal nutzen. Ah. Treff die Tür nicht. Und mal sind immer noch über 2000. Eine Batterie ist schon voll. Oder Energiezelle heißt es ja in diesem Fall. Das ist ja keine Batterie. Voll. Aber hier haben wir noch jede Menge. Dann haben wir den schon mal voll. Und der andere ist irgendwie meistens nicht leer. So, wie immer. Also wird anscheinend immer erst einer leer, bevor der andere angegriffen wird. Okay, Beete wollte ich machen. Habe ich schon mehr als ich brauche. Ne? Ach, schmeiß einen halt weg. So. Ich kann das noch scannen. 7. Ja, dann scanne er halt erst. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Und gescannt. Einheimische Lebensform. 3, 4, 5. Ich habe zu viele. 2 sogar. Ich habe doch nur 5-mal gegengehauen. Und 6 kann ich pflanzen. Macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. 2, 3, 4, 5. Diesmal hat's geklappt. Okay. Ach, hier haben wir ja noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
Unsere Beete werden langsam was. Schön. Ach, ja. Wieso siehst denn der eine hier so komisch aus? Sonst sehen doch alle ziemlich gleich aus. Ne, hier der auch. Ich wollte gerade sagen, das guckt mich an. Aber es war nur meine eigene Flosse, die da drin war. Okay. Täuschkörper. Wo stelle ich die denn her? Hier drin? Ja. Titan und Kabelsatz. Und was kann das dann? Boah, da kriegen wir gleich ein paar mehr von, okay. Ist auch doof, das direkt davor zu parken, ne? Mir quasi zugeparkt. Naja. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ich kann wirklich nur einen einzigen reinpacken. Ich hab doch hier noch Platz, ne? Ja. Zyklopen-Feuerlöschanlage können wir nicht. Aber den können wir auch nicht. Wir haben bestimmt wieder keinen Titan. Lithium. Wärmegenerator. Wärmeenergie aus der Umgebung um elektrischen Strom für den Zyklopen. Ja, es hilft uns leider gerade nicht. Okay, können wir nicht. Ja, jetzt schießen wir halt einfach mal so einen Täuschkörper ab. Ich will es halt wissen. Ah, und dann machen wir gleich die Funksprüche. Da kümmern wir uns heute noch drum. Wie lange sind wir eigentlich dabei? Okay, etwas über 2 Stunden. Wir haben es 20 nach 8. Okay, wo parke ich den denn jetzt? Bei dem brauchen wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Das ist ja unser Probezyklopen quasi. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, siehste, jetzt redet er wieder normal mit mir. Es ist zwar wirklich nicht deutsch, aber das letzte Mal habe ich ja gar nichts verstanden. Das war knapp. Komm, parken wir einfach hier neben. Hier neben schadet ja nicht. Und stört ja auch nicht, oder? Lassen wir den auftauchen, so hoch wie es geht, dann ist er uns halt auch nie im Weg. Ihn doch aus, Mann. Das verbraucht doch alles wieder endlos viel Strom. Lass los. Er wollte nicht loslassen. Komm, da kannst du die Innenbeleuchtung auch noch ausmachen. Wir haben eine Taschenlampe dabei. Das ist überhaupt kein Problem für uns. So, Düsendübel. Wir schießen jetzt einmal einen Täuschkörper ab. Allein um zu gucken, was damit gemeint ist. Vor allem, wo schießt dann ab? Hat der hier vorne eine Öffnung? Schießt der hinten? Ich habe keinen Plan. Hier so raus? Ich wüsste nicht. Oder schießt das hinten raus? Das kann natürlich sein. Weil wir laden es ja im Prinzip auch. Ja. Seek fluid intake. In unseren Motor. Das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Es ist vital signs stabilizing. Es er wieder. Und die drei auch noch. So, sind wir schon mal wieder voll. Die wieder einpacken hier. Fertig. Also das mit dem Beten war eine super Idee, dass wir das von vorne rein gemacht haben. Wichtigen Sack kümmern. So, was ist denn, wenn ich jetzt da drauf klicke? Was passiert? Thank you.
War das clever? Ich weiß jetzt nicht. Stößt es die ab? Achso, hallo Nerz. Ja. Sorry, ich hab's jetzt erst gesehen. Ich weiß nicht, warum du geschrieben hast. Ach du, 21. Das war vor 2 Minuten. Ja, anscheinend haut er den oben raus. Die Frage jetzt ist halt nur, lockt die das an? Dann wäre es schlecht, dass ich das in der Nähe der Base gemacht habe, oder? Oh, Alter! Der ist aber weit geflogen. Sollen wir gucken, ob wir ihn wiederfinden? Da. Wir haben es auf jeden Fall nicht in die Nähe der Base geschossen. Das ist schon mal viel wert. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr in der Nähe der Base. Das hauen wir gleich nochmal weg. Allein, weil es sonst Spaß macht. Oh. Maboba. Oh, jetzt bin ich wieder gegen das Mikrofon gegangen. Ach ja, na gut. Täuschkörper wird halt auch so. Also wenn so ein Vieh hinter uns her ist, Täuschkörper raus. Fertig. Also das hier ist auch das übelste Leck, ne? Guck mal, da hängt es auch daneben. Das kann doch nicht so schwer sein, das passend zu platzieren. Digga, du wohnst hier oben drauf. Genau hier. Warum hängst du immer übelst daneben, dass du selbst Schatten auf mein Düsendübel hast? Okay, vielleicht hat aber auch der Name geholfen. Wo steht's denn drauf? Ich sehe es halt nicht. Hier müsste es stehen. Terminator. Ja, da bin ich auch vorsichtig. Es ist wie das. Okay, Täuschkörper setzt der oberhalb meines Dusendübels an Land. Piept dann, ich weiß nicht, um das Vieh anzulocken. Ja. Also schreckt es sie ab. Aber dann würde ich es doch anders machen. Dann würde ich das Ding doch einfach an meinem U-Boot lassen. So quasi als abschreckendes Geräusch. Dafür ist es ja da. Deswegen vermute ich, so ein Vieh ist hinter mir her. Ich kann Täuschkörper rauswerfen, kann schnell abhauen, weil die Viecher kümmern sich um den Täuschkörper, so, weißt du? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Heißt es dann auch nochmal rauszufinden. Gut, ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Maschine wieder ausgemacht habe. Ja, Maschine ist aus. Als nächstes werden wir uns einen Funkspruch anhören. Und dann... Ja. Dann packen wir den Krebs hier rein. This is Lifepod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Alles klar. Also, Lifepod 7. Wo will ich denn schon wieder hin? Hey. Lifepod 7. Wir schauen auf die Map. Kein Plan da. 13. Das ist bestimmt wieder in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Da bestimmt. 12. Es müsste ja rein theoretisch... Ja, es könnte weiß sein. Was ist das denn? Wir hätten jetzt mal schnell zu dem Wrack hingehen können, ne? 13. Irgendwie habe ich die 13 schon ein paar Mal gehabt, oder? 17. Basis. Bin ich jetzt doof, oder was? Sagt es nicht. Nicht laut, auf jeden Fall. Die 7 ist nicht da. Es wird wieder nicht auf meiner Map angezeigt. Das ist doch bescheiden. Ich hau aber mal eben die anderen Täuschkörper weg hier. Wo packe ich die denn wo rein? Akkus?
Apotheke. Also ich bin hier in meinem U-Boot und ich muss wieder Täuschkörper reinpacken. Ich glaube, da macht dieser Schrank schon Sinn. Ich merk's mir halt nicht. Update. Akkus Plus. Ja, da packen wir es rein. In Akkus Plus. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Erstmal, weil der Schrank direkt daneben hängt. Und wir brauchen niemals... Guck mal, es ist auch schon einer weg, weil ich den gebraucht habe zum Bauen. Wir können nur noch 5 aufladen oder tauschen. Es soll das Tier weglocken. Von meinem U-Boot, ja. Aber es beantwortet ja meine Frage immer noch nicht. Ob das Lockmittel das Vieh anlockt oder abstößt. Jetzt gibt's Futter für den Papa. Ja, wie gesagt, lass es dir schmecken. Guten Appetit. Ich habe tatsächlich schon zu Abend gegessen. Welcome aboard, Captain. Jetzt bin ich hier wieder reingefallen, weil ich auf den Chat geachtet habe. Ich würde sagen, wir bauen uns aber noch mal eben wieder eine neue Motte. Oder nehmen wir einfach die. Wo ist sie denn da? 79% geladen, ja. Aber es wird mir halt auch nirgends angezeigt, ne? Wo jetzt dieser Lifebot ist. Das macht doch schon wieder überhaupt keinen Sinn. Die Daten sollten doch Signal Signalkoordinaten umbaubar. Ungefährer Ursprung der Übertragung in der Datenbank gespeichert. Überlebensausrüstung, Zeitkapseln. Alter, aber wo? Ich habe mir tatsächlich ein paar durchgelesen, aber es ist halt auch wieder so nicht unbedingt wichtige Informationen. Ich meine, klar, so ein paar Sachen werden da gut erklärt. Ein paar Sachen sind auch ganz witzig, muss ich sagen. Zum Beispiel hatte ich mir von dem Aufzuchtbecken die Beschreibung durchgelesen. Die war ganz witzig, denn... Weiß ich, finde ich sie jetzt auf Anhieb? Da. Nee. Ja, genau. Putzt du hier mal rum, Digga. Wo hatte ich es denn? Irgendwo habe ich es mir durchgelesen. Da stand halt drin, dass man aufpassen sollte. Die Tiere, die man reinsetzt, super beobachten kann und über die Tiere forschen kann. Man sollte sich aber überlegen, welche Tiere man da reinsetzt. Denn es könnte auch sein, dass man von den Tieren erforscht wird. Also wir dann. Sowas finde ich dann schon lustig. So, ich wollte nicht zur Insel 2, sondern Scanbase Insel 1. Insel 1 war doch die, die am Heck von denen ist hier. Da will ich hin. Ja, wie gesagt, vielleicht taucht es wieder auf. Wir haben es ja bei der letzten Kapsel auch gehabt, dass es ein bisschen gedauert hat. Vielleicht muss ich die Texte oder irgendeinen Text nochmal aktivieren und da steht dann drin. Ach, die Schieferbrocken. Ja, ja. Ich bin jetzt in der Nähe der anderen Scanbase. Ja, ja, alles klar. Aber wir haben doch einmal diese riesen Viecher am Boden gesehen. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo wir in dem U-Boot ertrunken waren? Kurz vorher haben wir gesehen, die so auf drei Beinen auf dem Boden laufen. Was haben wir da? Was ist das? Was war das? Aha. Das ist ein Teil. Alter. Warum fliegt die immer gegen? Ich habe schon wieder vergessen. Vom Fahrzeug. Fahrzeug.
Wie hieß es denn noch? Ich hätte es vielleicht einfach scannen sollen. Alter, ich gucke jetzt nach. Das macht mich sonst wieder wahnsinnig. Dieses Ding, wo ich meine U-Boote drin bauen kann. Mobile Fahrzeugstation. Na also. Sowas kann ich nicht haben. Sowas macht mich dann verrückt. Alles klar, ich muss eben mal wieder eine Aufnahme beenden gleich.